helfen lassen. Das ist furchtbar ungesund. Gut, mir ist klar, dass sie sich um mich sorgt, aber dieses verbreitete Missverständnis muss ich aufklären. Ich bin nicht wütend. Ich bin voller Liebe. Ich zeige auf Ungerechtigkeit, Korruption und Verbrechen gegen die Menschheit, weil ich diese Stadt liebe und möchte, dass sie sich bessert. Was Sie da in meiner Stimme hören, ist Liebe. Nichts als Liebe. Ich dachte, mit Netzschwingen liefert man Pizzas schneller aus. Und das ist auch so. Schnell und zerquetscht. Bloß sie kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Was hat sie sich angesehen? Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Ich soll etwas finden. Ich muss ganz genau hinsehen. Es muss einen Hinweis geben. Ist er? Na los, sie hat was versteckt. Da! Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Yuri soll sie abholen. Felicia ist so klug, sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. Hey Yuri, du hast doch noch Blackheads Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Ist sie wieder da? Kann sein. Sieh noch mal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. May, du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte, wir wollten heute gemeinsam essen. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. War ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh, Peter, das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflohen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich, nein, nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber habt ihr Platz im Asyl? Natürlich, du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May.
Schießerei wird es Tote geben. Officer, schaffen Sie die Verwundeten weg. Ich erledige das. Was ist das Ding? So sehr, sehr! Und fahren keinen Gang runter. Was haben die nur vor? Wir sind fertig. Gott sei Dank. Aber wir brauchen jede Hilfe. Unfassbar. So haben diese Masken doch immerhin was Gutes. Unglaublich, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Ihr spielt so spät noch? Ich war Fernfahrer, bevor mir der Mietvertrag gekündigt wurde. Nachts ist es ruhig, da kann man gut denken. Nicht gut genug, so wie du gerade spielst. Mein letzter Mann hat geschnarcht. Ich war immer wach. Na, immerhin seid ihr zu zweit. Besser als nichts. Gerade so. Gute Nacht, ihr beiden. Was machst du so spät hier? Also, ich hab den Job. Mays Empfehlung hat geholfen. Die Leute wissen, dass man sie beim Wort nehmen kann. Hoffentlich ist Mays Couch bequem. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben.
Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören. Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Tja, ich sollte wohl mal was tun. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Kannst du das Geld wirklich erübrigen? Aber ja, die Arbeit hier lässt mir gar keine Zeit, es auszugeben. Das ist schon in Ordnung. Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampfveranstaltung? Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Einfach, aber wirklich wichtig. Sie misst Giftstoffe in der Luft. Sehr viel genauer als alle Messgeräte der Stadt. Schlechte Luft wirkt sich auf Kinder und ältere Leute stärker aus. Das war für meine Mom ein großes Thema. Wenn die Informationen korrekt sind, ist viel zu viel Schwefeldioxid in der Luft. Ich habe die Spidey-Vermutung, dass darin ineffiziente Auspuffrohre schuld sind. Wenn ich frische Proben habe, kann ich Marke und Modell identifizieren und anzeigen. Tut mir leid, Spider-Notfall. Okay, das hab ich.
Das tut mir nicht gut. Gut. Brauch nur noch ein paar Proben. Das stinkt. Nur noch ein paar. Noch eine letzte. Stirb nicht, stirb nicht. Das war's. Hey, okay. Anscheinend haben wir drei Schuldige. Ich brauche Beweisfotos von ihnen. Ich mache Fotos. Wie früher beim Bugle. Das Leben war viel einfacher damals. Eins weniger. Hey, mach mal der was. Mann, den wir über das Center eingestellt haben. Kämpf weiter. Das behalte ich. Und der Hattrick. Alles abgeschickt. Das löst eine Rückrufaktion aus. Mit freundlicher Genehmigung der umweltfreundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe irgendwas anderem an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fisks Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarm zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey,
Noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborn. Ha, nur ein Scherz. Überfall gemeldet. Brauchen Officer am Tatort. Officer in East Village benötigt. Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Gepanzertes Fahrzeug. Maskierte Verdächtige. Officer benötigt bei Kips Bay. Consolidated shipping. Jeff, ich bin da. Was siehst du? Finde die anderen. Der Boss will sie tot sehen. Anscheinend wollen die Dämonen Fisks Revier übernehmen. Kommst du klar? Ich komm klar. Chai Red!
Ihr habt, was ihr wolltet. Ihr müsst uns doch nicht umlegen. Fisks Territorium gehört uns. Nicht heute. Hi, Willy. Du. Netter Overall. Macht echt schlank. Halt dich aus meinen Geschäften raus. Warte, die Dämonen. Wer ist die Anführer? Rette meine Männer, dann sag ich's dir vielleicht. Schurken vor anderen Schurken retten. Ich hatte mir den Tag irgendwie anders vorgestellt. Ruh dich aus! Ich wehr sie ab! Ich geh nirgendwo hin! Wir haben dich umzingelt! Ihr beiden bleibt hier und wartet auf die Polizei. Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Ich schwinge besser außen herum, um nach Fists Männern zu sehen. Ich schwinge besser außen herum, um nach Fists Männern zu sehen.
Schritte. Ich bin kein Verräter. Alles okay? Ja. Ja, danke. Hey, Dickerchen. Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Sieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. Hallo nochmal. Ach, komm schon.
Ist das echt passiert? Ja. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Der Helikopter zerstört die Stadt. Ich weiß. Du musst ihn runterholen. Ich weiß. Könntest du das Superhelden-Ding beschleunigen? Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Hoffentlich überlebe ich das. Die Maschine nach Newark? Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir! Das ist Blitzgift, oder? Ein Motor ist aus, jetzt der zweite! Ich muss den zweiten Motor deaktivieren. Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell. Schätze, das ist der Plan. Komm schon, Pete, du schaffst das. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Bitte vermassel das nicht! Die Masken sind echt toll. Wo habt ihr die her? Oh, ich sah nicht. Ja, cool, danke. Haben die eine Website? Ja, yes. Ups. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter. Hey, Miles. Hey, Fanboy. Mist, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu Dads Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da.